Hallo liebe Naturbuschkraft und Autofreunde, wir beide, der Sammy und ich, begrüßen euch wie immer ganz herzlich hier auf diesem Kanal zu einem kleinen weiteren Filmchen. Heute nichts Spektakuläres. Riechst du irgendwas? Ha? Ja, er riecht was und zwar hier direkt hinter uns im Feld. Wir sitzen hier auf so einer Waldwiese, ist sehr viel Wild und Hasen und unser Sammy ist wieder voll bei der Sache hier. Nee, also ich wollte euch, wie gesagt, ich wollte euch eigentlich in diesem Video mal so ein kleines Update geben. Was ist passiert? Warum habe ich jetzt schon lange keine Videos mehr hochgeladen? Wie geht es jetzt hier auf diesem Kanal weiter? Und da fangen wir eigentlich damit an. Ja, was ist passiert? Passiert ist folgendermaßen. Wir haben es ja alle durchgemacht, alle zusammen. Wir hatten einen mega heißen Sommer bis jetzt. Es waren gefühlte 40 Grad im Schatten. Und da hatte ich einfach keinen Bock gehabt, rauszugehen. Also bin ich ganz ehrlich, wollte jetzt hier nicht unbedingt euch da irgendeinen Content abliefern, wenn ich da am Ölen bin und mir läuft der Schweiß von der Stirn. Und da hatte ich jetzt nicht so die Lust dazu. Also meine Zeit habe ich mehr oder weniger im Freibad verbracht oder am Baggersee, ja, oder zu Hause und dann schön abends gegrillt und solche Sachen. Und das hat auch so meinen Urlaub so ein bisschen beinhaltet, denn ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub gehabt. Nächste Woche geht der Alltag wieder bei mir los. Und ja, das war mehr oder weniger der Grund, warum ich ja, in letzter Zeit keine Videos mehr hochgeladen habe. Ja, dann kam noch dazu, dass unser Sammy krank wurde. Das hat uns auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat eine diagnostizierte Herzschwäche. Da muss er jetzt Tabletten nehmen jeden Tag, denn ich hatte gemerkt, dass bei... ja, noch nicht mal längeren Touren unser Sammy schnell kaputt war, nicht mehr weiter wollte. Und ich habe mich dann gefragt, was mit ihm los ist und hin und her, ob er irgendwie einen Vitaminmangel hat oder irgendwas. Denn zu Hause ist er noch nicht mehr die Treppen hochgelaufen, hat im Korb gelegen, war wie apathisch weggetreten. Also es war ganz komisch. Und ja, sind wir natürlich zum Tierarzt mit ihm und dann hat er festgestellt, dass er eine Herzschwäche hat. Die Herzkranzgefäße sind etwas verengt und bekommt auch dementsprechend jetzt Tabletten. Und ich muss sagen, also seit wir jetzt diese Tabletten nehmen, die nehmen wir jetzt schon eine Zeit lang, geht es ihm also weitaus besser. Er ist auch agiler und fitter wieder. Und ich denke mir mal, weil auch, wie gesagt, mein Content ja aufgebaut ist mit mir und Sammy, dass ich den auch wieder mit dabei haben möchte und auch mal Touren wieder machen möchte. Und ich möchte eigentlich mit dem Kerl so viel Zeit verbringen, und die Zeit auch mit ihm genießen und auch diese Abenteuer mit ihm zu erleben. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen das auch gerne sehen, denn ich wurde auch zwischenzeitlich mehrfach angeschrieben, wann kommt mal wieder ein Video von dir, wir wollen den Sammy mal wieder sehen und so. Und das möchte ich wieder starten. Ja, was war noch? Wie geht es jetzt weiter mit dem Kanal? Mit dem Kanal wird es jetzt so weitergehen, ganz normal. Es gibt wieder schöne Abenteuer. Ich habe noch vor, es gibt ja noch eine Challenge, die ich noch bestreiten muss. Da bin ich ja vom Outdoor Buddy nominiert worden, das ist auch schon eine Zeit lang her. Da geht es darum, was Leckeres draußen zu kochen unter freiem Himmel. Die werde ich also auf jeden Fall noch machen. Dann werde ich mal anfangen, vielleicht so ein kleines Abenteuer, Magnetfischen zum Beispiel. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Ich habe schon seit langer, langer Zeit 2 richtig fette Magneten im Schrank liegen. Und da möchte ich gerne mal so hier an unserem nächsten Baggersee, den wir haben, mal die Magneten reinschmeißen und mal gucken, ob wir da irgendwie fündig werden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich das auch gerne mal machen. Und es gibt natürlich auch weiterhin Übernachtungen und was Leckeres draußen kochen und mit dem Sammy so ein bisschen hier die Gegend erkunden. Und ja, das eine und andere wird sich dann irgendwie schon ergeben. Ne? Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal an dieser Stelle bei euch allen da draußen, die meine Videos schauen, bedanken. Ihr seid eine wunderbare Community, das wiederhole ich immer wieder und das sage ich auch immer wieder. Und ich habe durch YouTube... habe ich wunderbare Leute kennengelernt, mit denen stehe ich auch in Kontakt und ja, macht einfach nur richtig Spaß. Also auch die Kommentare, die ihr immer zu meinen Videos schreibt, die sind einfach nur super toll, super nett, macht richtig Spaß. Ich muss ihn hier festhalten, weil ich höre nämlich da hinten
irgendwelche Geräusche. Du auch, ne? Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und knackig, kein großes Laberding jetzt, sondern ich werde mich jetzt auch wieder sputen, denn da hinten wird es immer dunkler und wir wollen jetzt auch nochmal nach Hause, ne? Und ja, wie gesagt, Videos werden kommen, wann weiß ich noch nicht genau, aber mit diesem Update, denke ich mal, wisst ihr jetzt so ein bisschen Bescheid. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dann bei diesen nächsten Videos mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao. Bleibt alle gesund da draußen. Euer Thomas und Sammy aus der Pfalz. Ciao, ciao.